Es geschehen derzeit viele Wunder. Und warum geschehen diese Wunder? Weil die Finanzmärkte voller Glaube sind, dass diese Wunder wirklich existieren, denn sie frönen dem Kult der Notenbanken. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Wir haben die Situation, dass die Emerging Markets schwer unter Feuer sind mit kollabierenden Landeswährungen, aber die Aktienmärkte glauben, das müsste sie nichts angehen. Wir haben schwerste Turbulenzen am drittgrößten Anleihemarkt der Welt, nämlich dem Anleihemarkt Italiens, aber die Märkte glauben, das müsste sie nichts angehen. Und das ist eine wirklich interessante Situation. Wir laufen relativ stabil, relativ wenig verändert, sowohl beim DAX als auch an der Wall Street, weil all das irgendwie ausgeblendet wird. Man denkt sich, damit haben wir ja eigentlich nichts zu tun, aber das, was sich da derzeit in Italien abspielt und zu diesen wahnsinnig großen Turbulenzen am Anleihemarkt führt, nämlich der größte Abverkauf seit 3 Jahren, den wir derzeit erleben, das hat sehr, sehr großes Potenzial. Erinnern wir uns, was haben wir uns damals über Griechenland aufgeregt? Die Welt fliegt auseinander. Was wird mit Griechenland passieren? Was wird mit der Eurozone passieren? Und dabei ist Griechenland wirklich eine Petitesse gewesen im Vergleich zu dem, was Italien auf die Waage bringt, denn Italien hat das 10-fache BIP Griechenlands, ist also eine ganz andere Hausnummer. Und wir wollen uns mal schnell angucken, was die neue Regierung in Rom eigentlich oder die absehbar neue Regierung in Rom wirklich machen will. Das mal kurz in Stichpunkten, da sehen wir, man will Steuersenkungen machen, gar keine Frage. Man will die Rücknahme der Rentenreform machen. Die Rentenreform hat damals das Rentenalter nach oben gesetzt. Man will ein Grundeinkommen auszahlen von 780 Euro. Man will höhere Sozialausgaben zahlen, also höhere Sozialleistungen auszahlen. Man will den Stabilitätspakt der EU aufheben und man führt eine Parallelwährung ein, die sogenannten Mini-Bots, komplizierte Konstruktion, aber jedenfalls kann man damit überall zahlen. Berlusconi hatte ja schon eine Parallelwährung gefordert und die Märkte glauben, dass das so ganz harmonisch dann mit Brüssel und mit Deutschland ablaufen wird, wenn diese Forderungen durchgesetzt werden. Und jetzt ist man gegenseitig in Geiselhaft. Die EZB hat ja sehr viele italienische Staatsanleihen im Depot. Die neue Regierung in Rom fordert, dass die praktisch entweder gestrichen werden oder nicht zur Staatsschuld mit dazugerechnet werden. Das ist ja originell. Jedenfalls hat man ein wechselseitiges Erpressungspotenzial, denn die EZB könnte sagen, okay, dann kaufen wir keine italienischen Anleihen mehr, sprich wir kaufen eure Schulden nicht mehr, aber die Italiener könnten sagen, dann schauen wir mal, ob wir euch die Zinsen für die Anleihen noch bezahlen. Und wenn wir vielleicht ein bisschen kreativ sind, dann könnt ihr die Anleihen, die ihr in eurer Bilanz habt, liebe EZB, ein bisschen abschreiben. Also da hat man gegenseitig ein gewisses Erpressungspotenzial und man darf schon sehr gespannt sein, wenn diese Regierung dann am Werk ist, wie die Kommunikation mit Brüssel und mit Berlin verlaufen wird. Bestimmt sehr, sehr harmonisch. Aber die Märkte denken sich, naja, das wird schon und es geschehen Wunder. Natürlich kann es sein, dass all das sich in Wohlgefallen auflöst, sowohl bei den Emerging Markets als auch in Italien, aber die Wahrscheinlichkeit ist so furchtbar groß nicht. Dazu der Protektionismus. China hat ja dementiert heute, dass man wirklich diesen Vorschlag gemacht habe, das Handelsbilanzdefizit zu minimieren. Wir haben die NAFTA-Verhandlungen, die nicht so wirklich gut laufen, wie es scheint. Wir haben den Affront, kann man fast schon sagen, der EU gegen die USA, indem man sagt, naja, wenn ein Unternehmen aus Europa die Sanktionen der USA gegen den Iran befolgt, dann ist das wieder das Gesetz. Das sind also alles Dinge, die darauf hindeuten, dass die Dinge sich eher verkomplizieren statt vereinfachen. Aber die Märkte denken sich, es wird schon werden, es geschehen Wunder. Schauen wir uns diese Märkte mal kurz an und dann starten wir mit dem Wunder-DAX, der heute, naja, nicht wirklich unter Druck ist, kleiner Verfall. Man plätschert jetzt so ein bisschen runter, nachdem das Beste heute Morgen schon abgefrühstückt war. Wir sind aktuell bei 13.000 unter 73 Punkten, waren in der Spitze knapp bei 13.140 Punkten und damit genau an diesem Widerstandsbereich. Montag, ja Feiertag. Mal sehen, wie es dann am Dienstag weitergeht. Das wird natürlich auch ein Stück weit von der Wall Street abhängen und die ist so aufgestellt, da sind wir beim S&P wenig verändert bei 2.716 Punkten. Entscheidende Unterstützung nach wie vor diese 2695 bis 2700er Zone. Schauen wir uns mal den Dow Jones an, 24.742, auch nicht so furchtbar aussagekräftig. Wo wird es da hingehen? Wir sind jetzt in so einer Seitwärtsschiebezone. Man merkt, da wird geschoben und gezerrt. Da
sucht man eine Richtung. Aber was wird die Richtung sein hier? Der Nasdaq verrät es auch noch nicht so furchtbar genau, 6879. Aber wir haben noch gesehen, nachdem China diesen Bericht dementiert hat, dass man das Handelsbilanzdefizit der USA um 200 Milliarden reduzieren wolle, nach diesem Dementi ging es doch mit den Futures nach unten und so richtig doll erholt hat man sich noch nicht. Klar, es ist kein Abverkauf. Aber es ist eben alles andere als ein Höhenflug heute. Schauen wir uns mal die Situation beim Euro an. Ein 1765, neues Tief, neues Verlaufstief, 5-Monatstief bei der Gemeinschaftswährung und vor allem ziemliche Panik hier am italienischen Anleihemarkt. Da ging es von über 139, fast 140 runter auf jetzt 133 und das in sehr, sehr kurzer Zeit. Mithin steigen also die Renditen, die Risikoprämien, weil natürlich jetzt klar ist, oh, das könnte ziemlich gefährlich werden mit diesen italienischen Staatsschulden. Schauen wir uns den Dollarindex an. Der geht weiter nach oben, 93,58. Wir haben Gold, das stabil bleibt, nicht wirklich von eigentlich doch diesen ziemlich greifbaren Turbulenzen, diesem Wetterleuchten, das wir im Horizont sehen, kann es nicht wirklich profitieren. Wir haben Silber, 16,43 $, sieht besser aus als Gold irgendwie. Wir haben den Ölpreis bei 71,30 WTI, Crude, Brent dagegen bei 79,22 und wir haben ein paar Stories aus den USA. Nord Stream, großer Einzelhandelskonzern, ganz schwache Zahlen. Bums hat es gemacht, da geht es richtig nach unten, 10%. Gestern ja schon JCPenney, sehr, sehr schwach. Walmart auch nicht so dolle gewesen, also durchaus Probleme im Einzelhandel. Wir haben beim Unternehmen Applied Materials, ein Unternehmen, das Displays herstellt, also praktisch alles, was für Smartphones gebraucht wird, herstellt, das gesagt hat, naja, wir erwarten eine deutlich schwächere Nachfrage nach Smartphones, aber die Märkte interessieren sich nur bei dieser Aktie dafür, nicht übergeordnet. Und wir haben eine Geschichte von Deere, das ist ein Unternehmen, das Landwirtschaftsmaschinen erstellt, Traktoren zum Beispiel, weltweit agierend. Und Deere sagte, wir haben das Problem, dass die Kosten steigen. Wir haben massiv steigende Materialkosten. Aber wisst ihr was? Wir geben diese gestiegenen Kosten jetzt einfach weiter im nächsten Quartal. Wir erhöhen nämlich die Preise. Und deswegen sagen die Aktionäre, cool, das ist doch mal eine gute Idee. Die Aktie kaufen wir, die Aktie geht nach oben. Und genau das ist der Fall, was wahrscheinlich jetzt kommen wird. Es wird früher oder später dazu kommen, dass die Unternehmen, vor allem in den USA, ihre Preise erhöhen, weil die Kosten gestiegen sind. Das wird die Inflation nach oben bringen und das wiederum wird die Fed eher zwingen, eben die Geldpolitik weiter zu strafen. Aber was interessiert das schon? Die Aktienmärkte ist doch eigentlich gar nicht wirklich relevant. Ich wünsche jetzt erstmal ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns am Dienstag. Erst Montag ist der DAX ja geschlossen. Dienstag geht es weiter mit den Videos. Schauen Sie gleich wohl mal rein am Montag bei Finanzmarktwelt. Wir haben ein Trade des Tages. Wir haben einige Artikelchen für Sie werden wir da aufbereiten, aber jetzt erstmal ein schönes Wochenende Ihnen. Bis dann, ciao.